Heute findet im Autohaus Brass in Marburg die Wahl der Miss Marburg statt. 16 Mädchen sind dabei, 2 kommen aus dem Hinterland und auch einige andere sind aus unserem Verbreitungsgebiet. Gucken wir uns jetzt mal an. Da stehen sie, unsere 16 Teilnehmerinnen. Wir stehen hier mit Ramona Sedelmeier, sie ist Teil der 10-köpfigen Jury. Ramona, auf was schaust du heute besonders bei den Mädels? Also für mich kommt es auf innere Schönheit an. Als erstes, die Frau muss ich angucken und dann muss es einfach boom machen. Die muss mich umhauen. Ja. War denn jetzt nach dem ersten Durchgang schon eine dabei, wo das geklappt hat? Also ich habe meine 2, 3 Favoriten und ich hoffe, dass es wird. Ich stehe hier mit der Tosca Arnold aus Dillenburg. Sie ist das erste Mal bei der Misswahl dabei. Kannst du uns mal erklären, wie das so ist? Also es ist auf jeden Fall aufregend. Ich bin total aufgeregt und es sind echt neue Inspirationen. Aber ich bin froh, dass ich dabei bin, wenn ich jetzt wandern. Was war denn bei dir der Auslöser, dass du gesagt hast, hey, das möchte ich auch mal werden. Vielleicht werde ich ja Miss Marburg. Mein Papa hat einen Freund, der auch oft fotografiert auf den Wahlen und der ist dann immer mitgefahren. Und dann habe ich irgendwann gedacht, oh, vielleicht mache ich einfach mal mit. Du hast jetzt den ersten Borg hinter dir in der Abendmode. Wie war das jetzt? Ja, man merkt das Adrenalin, man ist total zittrig, aber ja, es gibt einem auch unglaublich viel. Also hat Spaß gemacht. Jetzt der zweite Gang, Bikini. Ist das nochmal ein bisschen noch eine andere Herausforderung? Ja, ich würde sagen schon, man muss halt auf vieles achten, wie man sich hinstellt, wie man guckt. Ja, ist nochmal was anderes. Ich stehe hier mit Monia Möser, der amtierenden Miss Marburg, und du bist heute in der Jury. Kannst du uns erzählen, ob es dir schwerfällt, die Krone abzugeben? Ja, natürlich fällt es einem immer schwer, eine Krone abzugeben. Vielen Dank. Und was erwartet denn die Gewinnerin? Was passiert nächstes Jahr mit ihr? Die Gewinnerin geht weiter zu einer Landeswahl und wenn sie die dann gewinnt, dann kommt sie ins Finale der Miss Germany und hat auch die Möglichkeit, Miss Germany zu werden. Deswegen ist es eine aufregende Zeit. Vielleicht kommen auch noch einige Events dazu, je nachdem, auf was unsere Miss Marburg dann Lust hat. Über ihren Beruf erzählt, denn sie ist Heilerziehungstrainerin. Macht sie schon seit vielen Jahren Tanzen und Theater spielen. Das sind ihre Hobbys. Hier ist der Applaus für Tosca Arnold und sie arbeitet in Gießen im Uniklinikum. Tosca, der zweite Wertungsdurchgang ist vorbei. Jetzt ist quasi alles rum, jetzt liegt es in der Hand der Jury. Bist du jetzt sehr aufgeregt oder wie geht's dir? Gemischte Gefühle. Also ja, es ist immer noch aufregend, aber hier sind sehr viele schöne Mädchen dabei und ich bin echt gespannt. 12. Ja, Applaus für Natalie Fischer. Die beiden ist Marburg. Nathalie, du kommst aus dem Blitzlicht gar nicht mehr raus, hat man jetzt eben gemerkt. Du hast, jeder will ein Foto mit dir. Wie geht's dir als frisch gebackene Miss Marburg? Also es ist alles noch sehr ungewohnt und es ist so, alles kommt auf einen zu und man ist das gar nicht gewohnt. Aber ich bin noch so ein bisschen aufgeregt, im Schock noch, aber das wird sich bestimmt noch legen. Das war jetzt deine allererste Misswahl. Hast du dich irgendwie besonders vorbereitet und was war denn der Auslöser, dass du gesagt hast, da will ich mal mitmachen? Also ganz ehrlich, der Ingo, der Fotograf, der hat mich einfach angemeldet und hat dann gemeint, ja, du bist dabei. Okay. Und ich dachte, deine Reaktion? Ja, ich dachte erstmal, oh Gott, ich wollte eigentlich überhaupt nicht, weil es ist auch immer so, dass sehr viele Menschen über einen reden und dachte aber, ich mache es jetzt einfach, ich habe nichts zu verlieren. Und wie man sieht, habe ich es geschafft. Tosca ist es leider nicht geworden, aber sie wird uns jetzt mal erklären, wie geht's dir jetzt? Mir geht's gut. Also ich bin irgendwie erleichtert. Die ganze Spannung fällt so von einem ab und ich freue mich für die anderen, die gewonnen haben. War es deine Favoritin? Ja, ehrlich gesagt schon. Ja, ich habe es mir gedacht. Denn wenn wir jetzt schon weitermachen, dann wollen wir natürlich auch singen. Warum nicht? Körperhaltung.